Herzlich willkommen, liebe Leute, zur wahrscheinlich vorletzten oder letzten Folge von Portal. Ja, wir blicken mit sehr viel Spannung noch in die restlichen Folgen des Let's Plays. Also ich denke mal, die restlichen Folgen des Let's Plays. Es kommt mir nämlich so vor, als würde das Spiel langsam Richtung Ende driften. Ob es wirklich so ist? Ich weiß es nicht. Ich hab noch nie ein richtiges Let's Play dazu durchgeguckt. Ich habe das Spiel noch nie selber durchgespielt, wie ich ja schon erzählt hatte am Anfang. Deswegen, also, ich bin hier noch sehr unüberrascht. Ich weiß nur, wer der Boss ist, aber verraten werde ich es nicht. Du Scheiße. Das ist wirklich schon der Bosskampf. Mann, ich dachte, das geht jetzt noch viel länger. Wir fangen ja bald dann auch eben mit Portal 2 an, aber trotzdem. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob man das wirklich ausmachen kann. Portigan. Ich muss das nochmal kurz suchen. Ich habe auch nicht herausgefunden, wie man Raytracing anmacht. Wir haben noch nicht so viele Achievements. Oder nicht das 2000 Meter Fliegen Achievement. Schade eigentlich. Das ist also der Bosskampf. Mal gucken, wie blöd ich mich anstellen werde. Und der wird später ein bisschen länger sein kann. Also, ob es jetzt gleich endet, weiß ich nicht. Ich denke mal. Tyler sind Sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Ein rotes Denn Telefon. trotz Ihrer Gewaltbereitschaft ist Ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien Sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Hallo, Polizei. Na egal, das Rätsel löse ich später. Polizei, hallo? Denn Sie sind dann tot. Polizei NRW. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Was ist das hier für ein Raum? Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Kuchen? Da ist Kuchen. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Mir ein bisschen wie hier in Outlast. Wo gehen Sie damit hin? Weiß ich nicht. Na gut, Mülleimer. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Den Mischlucker würde ich gerne machen. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. War das wahrscheinlich irgendein Energiekern oder sowas? Ich weiß, was das ist. Ist das ein Behälter für Ausscheidungen? Na los, reiten Sie es doch über Ihr Gesicht. Was? Dein Roboter. Müssen nicht scheißen. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Was ist denn mit der los? Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ja. Ernsthaft? Lassen Sie es liegen. Hallo, nein. Och, Mensch. Ich meine es ernst. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Und das spricht jetzt dagegen, oder was? Lassen Sie das Ding und stehen Sie still. Oh. Das bomben wir mal. Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja, habe ich. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Was denn? Es war ein Ethikkern, der installiert wurde. Nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Was? Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Was? Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann den Turmabwehr nicht Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Was ist denn mit Ihnen los?
sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Quatsch! Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Das Crack-Anlage? Was soll ich denn tun? Muss ich dir irgendwas abreißen? Was hab ich ihnen je getan? Ja, weiß ich nicht. Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Was? Sehen wir aber neu. Sterbe ich doch hier gleich. Was, 5 Minuten? Muss ich sie mit dem Stuhl abwerfen? Da ist er was. Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Du bist mir gleich. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Das war's. Ich hab genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation. Ich will gar nicht mit dir reden. Gewalt. Quatsch. Sie glauben mir zu schaden. Ja, das glaube ich. Ja, 2 plus 2 ist was? 18. Ach du Scheiße. Ich kann ja wirklich keinen Mathe. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Ist das hier rechnen können? So sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf. Ja, schade eigentlich, ja. Noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte was, wie soll ich denn auch kommen? Party für sie geben. Eine große Party. Ach, eine Party! Stimmt, warum bin ich da nicht gekommen? Freund, den Begleiter Kubus eingeladen. Ah. Konnte er nicht kommen, weil sie ihn getötet haben. Ach. Ihre anderen Freunde konnten nein nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso doch, steht es hier. Ganz formell. Neurotoxin. Tödlich. Ist sie selber schon? Kleiner Scheiß. Als ich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen würden die Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Mhm. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Hoffentlich gar keiner. Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. Worum geht's Ihnen denn? Ums Überleben? Nein! Dann sollten Sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe Ihren Gehirnscan mit Backup, falls Ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Ja, und? Das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo! Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Unrecht bei allem, was Sie hier gemacht haben und hier auch. Ja, hallo. Sie sind nicht klug. Hallo. Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Warum, was ist passiert? Die Kapazität ist grenzenlos. Und selbst ich töte dich jetzt. Spielen Sie Porte durch. Ist mir ja noch zum Ende, als ihr angehört, aber. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr sicher. Gut gemacht. Schön, ich stelle mich hinter. Helfen Sie mir. Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Nein. 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 Nein, 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 nein. Bitte nicht. Was ist passiert? Ah. GLaDOS ist kaputt. Thank you for assuming the party air current submission position. Was? Mich nicht raus?
ich denn jetzt? Bin ich jetzt ein Geist geworden oder was? Ja, Radio. Da sind wir durchgelaufen. Der Kuchen! The cake is not a lie. Warum ist so viel der Teller? Kuchen und meiner Freundes Kubus. Was? Was ist das denn? Soll ich den Kuchen essen? Okay. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Das war das Spiel. Erstmal will ich mich bei euch bedanken fürs Zusehen. Wir hören uns natürlich noch hier alles an. Also, kurze Review von mir. Sehr schönes Spiel. Leider etwas kurz. Ich fand es wirklich kurz. Jetzt 5 Parts. Ein ganzes Spiel. Ich glaube, umgerechnet jetzt 2 bis 3 Stunden. Geht. Singt hier GLaDOS? Okay. Ja. Ich lebe noch, denke ich zumindest. Aber ja, den zweiten Teil spielen wir auch noch. Da freue ich mich sehr drauf. Das soll aber auch länger sein. Nein, bitte hilf mir doch. Ach, die Firma, wa? Ja, alle tot wahrscheinlich. Wunderschönes Spiel. Das Radio erst recht. Ja. Ich sterbe nicht. Was? Ja, vielen Dank, dass ich auch in diesem coolen Enrichment Center sein durfte. Wasserkuchen! Das Hauptmenü passt sich an, oh, das ist so cool. Und das rote Telefon, was wir gerade eben auch gesehen haben. Aber nicht mit abgeschnittener Schnur diesmal. Also ja, wie nochmal gesagt. Schönes Spiel. Freue mich sehr auf den zweiten Teil. Hoffentlich länger. Und da bin ich auch storymäßig gespannt. Ich denke einfach, gerade die Endszene sollte einfach heißen, dass GLaDOS noch nicht tot ist. Das ist ein Roboter. Oder eine künstliche Intelligenz, ehrlich gesagt. Hier wird bestimmt mehrere Backups von sich selbst besitzen. Und. Aber schön, dass wir unseren Kuchen noch bekommen haben. Okay, wohin geht's jetzt?
Der Kubus. Wie viel haben wir denn jetzt? 15 Minuten schon. Okay. Ja, eigentlich noch. Gibt's hier noch Kommentar der Entwickler? Achso, da wird dann was dazu gesagt. Okay. Bonuscard gibt's noch. Testkammern. Naja, ist jetzt nicht so mein Ding. Also, dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ob bei South Park, bei Never Alone oder bei Portal 2. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.